So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Und wir, beziehungsweise unsere Aufgabe ist es jetzt, ein Amulett zu reinigen. Hier ist irgendein Tor, aber das müssen wir wahrscheinlich erst aktivieren. Hallo! Boah! So, in der letzten Folge haben wir ja so eine Quest von so einem, ja, Erstochenen, sage ich jetzt mal, angenommen. Und was gibt's denn hier? Alter. Was ist denn das jetzt wieder für ein geiles Schwert? Alter, die Schwerter werden ja immer geiler. Guckt euch das mal an. Mein lieber Scholli. Das ist mal nice, ne? So, wir müssen da irgendwie rein. Und ich glaube, wir müssen hier hinten rum. Dafür. Und das dürfte natürlich kein Problem werden. Und dann sollten wir dann nach dieser Mission... ich tue mal kurz speichern. Habe ich nämlich vorhin vergessen. Nach der letzten Folge. Dann kümmern wir uns natürlich wieder um die Hauptquest. Alter, was geht denn jetzt ab? So, noch jemand? Nee, das war's jetzt bei euch, ne? Glutaugen. Nee, so, der Kollege hier hat sich auch reingewagt. Handschuhe der Eisenabwehr, nehmen wir mal alles mit. Habe ich hier nicht noch so ein Ding gesehen? Was man looten kann? Nee, ne? Ah ja, wir müssen geradeaus weiter. Ich möchte nämlich keine Zeit verlieren. Listige Kutte. Wie sieht das eigentlich aus, wenn wir so ein Ding aufhaben? Lustig. Ich schmeiß mich weg. Ich hau mich richtig gegen die Wand, so lustig ist das. So. Wow. Wenigstens was ordentliches getroppt. Nee, natürlich nicht. Kommen aus dem Nichts, haben aber nichts getroppt. Das ist super. So, haben wir vielleicht einen kleinen Trank, den wir jetzt uns reinziehen können? Oder sind das alles solche einfach Erfahrungsverstärker? So, machen wir jetzt einfach mal. So. Was geht denn hier ab? Nichts, toll. So, Zepter der Dämmerung. Mach mal. Nein. Das nehmen wir. Der hat nichts bei sich. Und jetzt müssen wir... Hier gab es doch noch so ein... Ach, genau, hier hinten. Schön looten. Die Höhle hier gefällt mir. Da gibt es ein nettes Zeug. Richtig geilen Stuff. So, jetzt müssen wir hier runter. Springen und singen. Singen wir den ganzen Tag. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was dieser... Oh Gott, das sind viele. Oh mein Gott, da hau ich mir gleich mal wieder so einen...
Zack. So macht man das, Freundchen. So macht man das. Ja, lassen wir lieber. Auf jeden Fall müssen wir dann da oben das Zeug hinlegen. Und hier, der Kunde hat auch nichts mehr dabei. Aber hier gibt es vielleicht was Schönes. Ach, hier gibt es auch nichts Schönes. Aber vielleicht habe ich was Gutes bekommen. Und zwar ein Besatzer... Dings... Gedöns. Nein, wir lassen immer noch Candy ganz Schatten auf. Das habe ich jetzt einfach so mal entschieden. Die Chakrams bringt es auch nicht so richtig. Wir haben ja immer noch unsere 100er Dinger. Und ja, haben wir jetzt hier alles gelootet, was hier zu looten geht? Ne? Glaube ich. Also müssen wir jetzt das Amulett reinigen. Also das Auge von Ammann auf den Altar gelegt hat, seid schlimmer hell und erlüchtern. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir das Amulett wieder zurückbringen. Welch ein Wunder. Welch ein Wunder. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Alles klar. Alles klar. So, war doch ein guter Ausflug. 7 Minuten hat er gedauert. War anständig. Konnte man schon sagen. Amulett zurückbringen. Ernsthaft. Na gut, dann machen wir das dann. Gebe ich die Quest dann ein andermal ab. Dann werde ich mich jetzt auf den Weg machen zu unserer Hauptquest. Der Großgeneral gehört immer noch mit dazu. Und da mache ich mich jetzt auf den Weg dahin. Oh, wollte ich gar nicht. Oh mein fucking Gott, Wölfe. So, liebe Peter und liebe Tierfreunde, es ist nun mal so, die hätten mich sonst angegriffen. Und das will ich jetzt vermeiden. Das kann ich jetzt auch überhaupt nicht gebrauchen, dass sie mich hier angreifen. Und ab kann ich das schon gar nicht. Ach, das sind bloß solche 0815-Dinger. Die behalte ich mir lieber mal. Und speichern, liebe Freunde. Speichern, ganz wichtig. Sowohl hier als auch in anderen Spielen ist das wirklich vom Vorteil. So, bist du hier die Generaltypin? Seid in der Nähe des Generals, vorsichtig. Okay. Seid gegrüßt. Ich bin General Tilere Abgwydion, ehemalige Kommandantin der Alpha-Truppen im Osten. Und ihr seid wohl kaum die Hilfe, die mir Alynshir versprochen hatte. Ho. Sie hat sich angehört, als würde sie eine ganze Einheit von Soldaten schicken. Nicht einen einzelnen namenlosen Söldner. Ich bin nicht Alyns Dienstbote. Ich verstehe. Aber ihr werdet auch nicht der Erste, der von Alynshir benutzt wird. Die meiste Zeit über weiß man nicht einmal, dass sie es tut. Nicht, dass ich bei meinem Unglück fremde Hilfe bräuchte. Allen, die sich mit mir einlassen, droht schon bald Unheil. Das ist eben mein Schicksal. Tja, und meins ist nicht bestimmt, du, ne? Es ist viele Jahre her, seit ich von einer Waffe erfuhr, die Melsenshir von den Tuatha befreien könnte. Sie befindet sich in Urul Tusk, hinter einem Tor, das dazu bestimmt ist, sich niemals zu öffnen, in einer Halle voller Niskaru. Wer auch immer die Ruine betreten will, muss sich ihnen stellen. Was soll das diesem Krieg helfen? In diesen Ruinen soll angeblich das gleißende Licht ruhen, ein Speer, der aus dem Reißzahn des Niskaru-Fürsten Gayaor geschnitzt wurde. Die Legenden besagen, er würde jeglichen Schrecken vernichten. Sowohl im Geiste als auch auf dem Schlachtfeld. Und es gibt keinen Ort, der eine derartige Macht mehr verdient hätte als Melsenshir. Melsenshir. Wie bekommen wir das Tor auf? In all den Jahren haben meine Nachforschungen nur einen einzigen Hinweis auf dieses Rätsel ergeben. Wenn sich die gewaltigen Stimmen im Lied erheben. Das könnte sich auf die Windsteine beziehen, die über die gesamten Ebenen verteilt sind.
Sie sind den Steinen dieser Ruine verblüffend ähnlich. Aber vielleicht suche ich auch nur verzweifelt nach Antworten. Nehmt diese Glocke. Sie stammt angeblich aus der Ruine und wurde gestohlen, als dieses Bauwerk vor Jahrhunderten errichtet wurde. Ich habe versucht, sie mit den Windsteinen zu verwenden, aber ohne Erfolg. Ernsthaft? Wie bekommen wir dieses Tor auf, habe ich ja gerade. Die Windsteine sind über die gesamten Ebenen verteilt. Nein, nein, nicht diese scheiß Windsteine wieder. Ach nö. Ach nö. Gegen dich habe ich ja schon oft genug gekämpft, ne, du kleiner Hurenbock, du. Müssen wir jetzt noch mehr von diesen Dingern suchen oder reicht das schon? Seid in der Nähe des Generals. Es ist unglaublich. Das Tor hat sich bewegt? Ich hatte alles versucht und ihr taucht einfach hier auf und es reagiert? Können wir Urul Tusk betreten? Nein. Ihr habt nur einen Teil des Tores geöffnet. Doch noch bleiben 4 weitere. Ernsthaft? Ihr müsst die in den Ebenen verteilten Windsteine finden und sie aktivieren. Ich werde hierbleiben. Die Niskaro werden spüren, dass das Siegel geschwächt wurde. Irgendjemand muss sie aufhalten. Ich bleibe hier und Jetzt muss ich wieder diesen ganzen Weg zurück, oder was? Dein Ernst? Na gut. Kämpfe jegliche Niskaro, die versuchen, sich an uns vorbeizuschleichen. 4 weitere Steine wecken. Ich glaube es ja nicht. Kann ich jetzt einfach... Ich muss da irgendwie lang, ne? Syl, da war ich ja vorhin drin. Alter! Noch jemand? Nein. Gut. Also müssen wir jetzt erstmal noch 4 von solchen Steinen finden, damit sie dieses Tor öffnet und wir in diese Höhle hineintreten können, in der es nur von diesen Niskaru so wimmelt. Und das könnte dann wieder ein etwas größerer Fight werden, ne? Wenn da immer mehr von diesen kommen und dann irgendwann mal noch so ein ganz großer, ne? Guck erstmal kurz, wie viel Geld ich habe. Dann könnte ich mir nämlich vielleicht diese Rüstung kaufen bei diesen Kriegsgeweihten irgendwann mal. Das würde ich dann offscreen machen, aber erst, wenn ich genügend Kohle wieder zusammengekratzt habe für diesen ganzen Spaß. Und da vorne sind wieder ein paar Opfer, die uns ans Bein pissen wollen. Spinnen. Okay. Machen wir am besten mal so. So. Zunderzweig. Ich weiß, dass ich jetzt bloß einen mitgenommen habe, aber die anderen... Ach, das ist... Nimmt nur alles in unserem Inventar weg und ich weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll. Und ich weiß auch nicht, welche Berufe ich machen soll. Das ist mir hier ein kleines bisschen zu umständlich. Und ich weiß nicht, ob das hier wirklich was bringt, wenn ich das mache. Vielleicht mache ich das mal, wenn ich Langeweile habe. Aber so fürs Let's Play werde ich das, glaube ich, nicht brauchen. So, dann werde ich jetzt erstmal zu diesem einen Stein noch gehen. Zu dem hier. Und dann die Quest bei denen hier abgeben, bei den komischen Typen. Hallo! Als die Erstgeborenen ihre Heimat jenseits des Schleiers verließen, wurden sie mit einem Schrei zerschlagen, der noch immer im Herzen jedes Gottesbaumes und Berges nachhallt. Dann Leere, gefolgt von einem sich verdunkelnden Himmel, und der Frost weinte den ersten Winter. Alter, schon wieder diese Bären. Alter, komm ran. Wow.
diese Bären greifen mich immer selber an, ne, Leute? Ihr seht's ja. Unterschiedliche Handschuhe des Balsams. Der Herr Kunde hat für uns was gerissen. Das ist schön. Und hier hinten ist noch eine Kiste. Eine Kiste. Ja. So, Goldmünzen, Tränk, Trank, sehr gut. Können wir gebrauchen, wenn wir irgendwann... Habe ich jetzt auch so das Ende genommen? Oder? Ach, fuck. Fuck the duck. Ah, nein. Ich habe keine Luft, hier in dieser ganzen Welt rumzurennen und solche komischen Windsteine zu aktivieren. Habe mich schon vor 3 Folgen oder so angekotzt am Anfang, wo ich diese eine kleine Nebenfolge machen wollte. Und dann hieß ich... Oh, Mami. Und... So, du hast wenigstens was bei dir. 200 Gold. Und hier ist wieder ein schönes Versteck, in dem es 3 Dietriche gibt. Ich glaube, so viele Dietriche habe ich hier noch nie gehabt, Alter. Was gibt's denn hier schon wieder? Ist das... Wow! Alter. Alter, spar nur eine gute Position und da sind die dann alle dran. Alter, nein. Alter. Zack. Oh. Meine Fresse, ey, diese Kunden. Unglaublich. Unglaublich. Kommt noch so eins an. Ja, genau. Genau, Prismera Dietrich. So, ich will aber noch diesen einen Stein. Ach, dort vorne ist er ja schon. Oh, dort mal. Ja, wir gucken erstmal hier, was es hier Schönes gibt. Hier gibt es eine Kiste oder zumindest wieder so ein lustiges Versteck. Ich glaube, es ist eher eine Kiste oder ein Stein. Zwischen Echos goldener Küste und silberner See näherte sich Lyria. Sie sah die Priesterin schlafen auf dunkler Erde zwischen den Zypressen. Unter dem Glanz des Himmels, den die Morgendämmerung reflektierte, der Spiegel, der die Sterne reizte, sprach Lyria flüsternd zu Tirin. Auf felsigen Sporen von finsterem Stein, oh oh, hoch oben am Himmel. Ja, ne? Ihr habt hoffentlich schön zugelauscht hier, was die Frau uns da erzählt. Und hey. Und hier ist wieder eine schöne Höhle. Ein verborgenes Objekt, Mami. Und so in Mulran. Hallo? Wieso ist der Kunde tot und wieso kann ich den nicht... Ach, Blindon da. Ach, Inventar ist voll. Ach, fuck doch, der Sack. So, Blunder hinzufügen. Rüstung. Na Quatsch, Waffen wollte ich, ne? Waffen, Primäre. So, Blunder hinzufügen, zu Blunder hinzufügen. Und zu Blunder hinzufügen. So, Blunder... Ja, alle zerstören, so, damit ich dann
das Schild da aufnehmen kann von dem... Ah, ein Schild! Moment mal, kann ich denn das nehmen? 73? Macht brauche ich dazu. Naja, nichts für uns, nichts für uns. Hallo! So. Okay. Na, ich habe jetzt wieder hier zu viel rumgetrödelt. Ich wollte eigentlich jetzt nur noch mal zu dem Stein gehen. Bevor ich den aktiviere. Da hinten ist ein Lager, oder? Ist das ein Lager? Muss ich das erstmal ausräumen, das Lager. Kallas Notizen. Schön. Und hinter dem Ding ist noch was versteckt. Sehr gut. So. Ach, den Zorntrank nehme ich mal. Zorn irgendwas. Und machen wir uns mal bereit für den nächsten Typen hier. Wow, zwei sogar. Überarbeitet euch mal nicht, liebe Freunde. So. Kappen der Lähmung. Unzerstörbare Rüstung. Klingt nice. Ist es auch? Oder? Nee, doch. Sieht die anders aus? Nee, die sieht genauso aus. Na, muss ich mal gucken. So, 48.000 Gold haben wir jetzt. Gut, die nächste ist, hä? Ach, die nächste ist dort. Erwecke die Windsteine. Da habe ich ja eine weite Reise vor mir. Gut, liebe Freunde. Ich werde mich jetzt nochmal auf den... Alter, da kommen schon wieder diese... Alter, nein, was? Ich sollte wirklich mal was reparieren gehen. Das ist ja hier, da habe ich zufällig was mit. Konsumgut. Nee. Gegenstände. Reparaturdings oder sowas habe ich nicht zufällig. Nein. Gut, dann sollte ich noch vorsichtiger sein. Und mich langsam auf den Weg wieder machen. Hey, dort oben ist noch eine Kiste. Die habe ich noch gar nicht, glaube ich. Die habe ich noch gar nicht. Ja, hier ist noch was. Ist das ein Bär? Schläft der oder ist der tot? Der Bär ist tot. Hä? Ach nee, doch. Ach doch, hier war er schon. Gut. Ja. Dann gehe ich jetzt dort hinten hin. Verkaufe mein ganzes Zeug. Repariere mein ganzes Zeug. Dann werde ich versuchen, zu den Kriegsgeweihten in Daldendral, oder wie das heißt, da hinzukommen, um mich da anzumelden. Und ja. Dann sehen wir uns dann an dem nächsten Stein wieder, an dem nächsten Windstein. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen, ne? Ach nee, die Quest hier kann ich ja noch abgeben. Die Quest hier kann ich ja noch abgeben. Und zwar dem Kunden dort vorne. Seid gegrüßt. Die gebe ich noch ab. Unglaublich. Ihr lebt. Die Götter sind gut, mein Freund. Und nun sagt mir, ist heute mein Glückstag? Ich habe das Amulett. Wunderbar. Gebt es her. Das Amulett selbst ist den Stein nicht wert, aus dem es gemacht ist. Aber seine Geschichte interessiert mich. Endlich habe ich etwas aus Amans Besitz. Warum sollte ich es euch geben? Ich habe zwar kein Gold, aber ich konnte einige überaus nützliche Gegenstände zusammentragen. Auf meinen, Reisen. Ich bin mir nicht sicher. Nehmt euch Zeit. Ich habe noch ein paar Gläser Blut übrig. Ich habe das Amulett noch. Ihr lasst euch Zeit, was? Hört Nehmt das Amulett. Du hast nicht genug Platz, die Gegenstände an dich zu nehmen, die du erhalten sollst. Sie wurden in einen Beutelsack gelegt. Darum mag ich euch. Ihr redet nicht, ihr handelt. Deshalb werdet ihr es weit bringen. Wie ich. Bevor ich verraten,
und dem Tod überlassen wurde. Ja. Auf bald. Haben wir den Mit Kunden. Mit euch kann man arbeiten. Ihr habt... Auf bald. Prismen Dietrich. Reparaturkit. Das ist gut. Das ist wirklich gut, weil so kann ich nicht so viel... Wo hab ich's? So. Repariert. So sieht's aus, liebe Freunde. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wie gesagt, wenn ich an dem nächsten Windstein bin. Bis dahin. Tschüss.